Diese Bilder sind eigentlich ein Produkt dieses Raumes, muss ich sagen. Das ist der Zyklus Collatio. Ich habe die Bilder deswegen ausgewählt, weil die Bilder jüngeren Formates einfach in diesen Raum nicht gepasst hätten. Aufgrund der Bestuhlung und so weiter habe ich mich entschlossen, ältere Bilder zu präsentieren. Die sind jetzt rund 4-5 Jahre alt. Collatio war die Bezeichnung einer Römerstadt, die heute im slowenischen Slovengradec heißt. Und zu Slovengradec gibt es sehr viele Bezüge in meiner Biografie. Begonnen dort, wo ich als junger Student eigentlich in diese Sammlung in Slovengradec aufgenommen worden bin, bis hin zum vorigen Jahr, wo ich eine sehr große Personale hatte auf 500 Quadratmetern, wo ich einen Überblick über die letzten 6 Jahre zeigen konnte. Und das nicht nur Bilder, sondern auch meine Kunst- und Bauprojekte. Und das alles ist auch in einem recht schönen Katalog dokumentiert. Und Collatio selbst ist für mich eigentlich ein Sinnbild für die einerseits für das Fundament der europäischen Kultur, das ist das römische Recht schlussendlich. Die gesamte Zivilisation hat sich ja auf dieser römischen Kultur bei uns weiterentwickelt. Im religiösen Bereich sprechen wir nach wie vor von dieser römisch-katholischen Kirche, das heißt nach wie vor der Fokus auf Rom. Und andererseits ist es natürlich so, dass sehr viele von diesen Riten auch in den heutigen Alltag sich irgendwo fortgesetzt haben und nach wie vor präsent sind. Und bei Collatio selbst ist es mir auch natürlich darum gegangen, dass der Hans Winkler, das war im Brotberuf ein Notar, der aber seine Leidenschaft in der Archäologie auslebte, im Slowenischen diese Aufzeichnungen durchgeführt hat. Und dort gibt es eben so schöne Wortspiele wie zum Beispiel Rimska Cesta, das heißt wortwörtlich übersetzt die römische Straße. Aber im Deutschen würde das auch mit Milchstraße zu übersetzen sein. Das heißt, für mich war das eigentlich dieses Lesen von diesen diversen Fundorten, die er mit Ziffern versehen hat. Das könnten auch eigentlich alles nicht nur Gebeine und so weiter, sondern auch Sterne sein. Und das ist dann natürlich eine andere, ich möchte fast sagen, kosmische Ebene. Eigentlich nicht so viele. Also in Kärnten gibt es die jetzt jüngeren Datums, die Aufbahrungshalle in Birk, Krumpendorf. Dann gibt es die Stadtparkkirche in Bleiburg, Glasfenster. Beziehungsweise gibt es da noch die Pfarrkirche in Damtschach. Also das sind eigentlich die drei Kärntner Sakralprojekte, die ich durchgeführt habe. Darüber hinaus gibt es noch eines im Burgenland, in Badersdorf. Und zu Krumpendorf selbst, das ist eigentlich auch so dieser Verknüpfungspunkt gewesen zu dieser heutigen Ausstellung. Dort ist ja Hans-Peter Bermuder Pfarrer. Und ich habe damals wahnsinnig lange überlegt, wie stellt man den Tod, dieses Ableben und so weiter dar, bis ich dann das Thema Lebensstrom für mich gefunden habe. Und auf Basis des sogenannten Todesatlas, der vom Statistischen Zentralamt Österreichs herausgegeben wird, habe ich verschiedene Lebenserwartungskurven von Männern und Frauen studiert und habe gesehen, dass es da natürlich schon viele Parallelen, aber auch sehr prägnante Abweichungen gibt. Und das habe ich dann in diesem Lebensstrom quasi darzustellen versucht.